ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Der Gianni Maroschwöldi, langjähriger Trainer von der Ringerriege Hergiswil und fundierter Kenner von der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Willisau auswärts in Kriesere hochdünn mit 18-19 verloren. Wieso hat so knapp nicht gelangt? Einsiedler hat daheim gegen Schattdorf keinen Punkt können holen. An was liegt's? Der Gianni hat das Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Gianni meint. Sechste Runde für die Schutter League. Ringerige Kriessen gegen Ringklub Willisau. Sehr spannender Kampf. Das ist 19-18 gewinnt für Kriessen zu Hause. Aber für Einzelkampf haben wir schon ein paar Überraschungssiege und Überraschungen verloren. 57 Kilo Greco, Obrich Fabian, ein ganz junger Ringer für Kriessen. Technische Überlegenheit verloren für Kunst Roger. Kunst Roger, glaube ich, erster Sieg für Nazia. Und das für 14-0-Sieg, das ist sehr gut für selber und für die Mannschaft auch. 61 Kilo Freistil, Wittenwiller Christoph gegen Zedertion. Zedertion, ich hoffe, es bleibt so. Jetzt schon wieder ist er gesund. Vorher ist erste Kampf gerungen und nachher 4 Wochen verletzt und jetzt ist schon wieder dabei. Er ist 2-1 gewinnen für Einzelpunkt und für Mannschaftspunkt auch. Nach 65 Kilo Greco, Mona Gabor, diese ungarische Verstärkung für Kriessen gegen Roger. Ich habe leider nicht gesehen für den Kampf, aber ich habe vorher schon geredet für Gabor und gesagt, das ist zwei Sachen. Eine Sache ist, Roger relativ viel abtrainiert, er wegen für das ist relativ müde, aber sehr gut gerungen. Und Gabor ist vor der Woche immer 61 Kilo und jetzt ist Abwagen für 62 Kilo. Das ist auch nicht ideal für 65 Kilo. Aber nachher 3-3 nachher Gabor gewinnt. Aber das zu sagen für zukünftig ist für 65 Kilo sage ich schon, habe Chance gegen für Gabor. Das ist Chance für Willisau. Jetzt haben nur einen Punkt verloren, das heißt, wenn wir etwas für Halbfinale zusammenkommen, relativ gut passt für Willisau für Kriessen. 70 Kilo Freistil. Sie wissen, wie er wohnt gegen Oregger Kilian. Oregger Kilian ist bis jetzt die ganze Saison sehr gut gerungen. Mir ist ein bisschen überrascht, für verloren für Wittem wie er wohnt. Vielleicht das kostet für den Sieg für Willisau. Wegen 1-2 verloren, wenn das ist umgekehrt, für die Mannschaftsresultat auch gerade umgekehrt, weil Willisau gewinnt 19-18. 74 Greco, Sergei. Sirienko gegen Hirschisven, technische Überlegenheit, 18-2 Punkt. Vor der 2-Kampf oder 3-Kampf, Sirienko ist nicht dabei, sie ist zu Hause für die Ukraine, aber jetzt schon wieder zeigt, gegen er ist, ich glaube, nur ein, zwei Ringer haben, richtige Chance für den Gewinner. 74 Kilo Freistil, Dietschemark gegen Studer Mirko. Dietschemark dieses Jahr ist 70 Kilo Schweizer Meister sie. Freistil ist Studer Mirko 74 Kilo Zweiter geworden. Aber Dietschemark ist ganz klar 6-1 gesiegt. Das ist 3-1 Mannschaftspunkt. 80 Kilo Greco, Dietsche Fabio, so auch Jungeringer, Reiniger Marco natürlich auch. Aber Dietsche Fabio besser aus der Konkar. Marco ist vielleicht ein bisschen mehr machen für Schwinger.
Wieringer und das für Mathe so auch schon merken, 17:2 verloren durch einiger Markung. 86 Kilo Freistil, Bechard Tobias gegen Reikmut Andreas, das mir ist auch ein bisschen überrascht, für Reikmut hat die verloren, wegen der ganzen Saison sehr gute Leistung bringt, aber vielleicht Bechard Tobias sehen ich dir nicht gut gepasst für Andreas, er ist 2:6 verloren. Das ist 2:1 Mannschaftspunkt für Griessen. 97 Kilo Greco, guter Fehl gegen Scherer Samuel. Scherer Samuel geht jetzt schon wieder aufwärts. Diese Saison schon das zweite Mal gewinnen gegen für Philipp. Jetzt ist 6:2 der Punktsieger, ist auch sehr gut. 130 Kilo Freistil, Hutteyür gegen Rieser Marco. Das beste Woche schon gesagt, sehr gute Saison haben diese Jahre für Marco, alle kommen 4:0 gewinnen. Also das ist in fünfter Kopf wegen Einkommt ausgelassen und das ist noch fünfte Mal für 4:0 gewonnen. Schulter, Schulter, Sieg. Das ist sehr überragend. Das ist das Gesamtresultat 19:18 für Griessen, aber das ist genau gleich kommt für Halbfinale. Wo ist alles immer möglich? Nur Tagesform und ein bisschen Glück entscheiden nachher für diese Duell. Diese kommt für Halbfinale vielleicht. Nächster Match. Ringerig der Einsiedler, Ringerig der Schodorf. Ja, jetzt. Das ist die einzige Chance, ich glaube, für Einsiedler für Einkommt gewonnen, glaube ich. Aber das nicht wissen nützen, schon wieder verloren. Jetzt sechste Mal für Folge. 15:23. Große Scheinung für Einsiedler muss Abstieg auf Stiegkampf machen für 90 B-Sieger. Einsiedler kommt 57 Kilo Greco, Donny gegen Imhold Stefan, Schultestig nach 6:0, 14:0 Mannschaftpunkt für Einsiedler. 61 Kilo Freistil, Derer Patrick gegen Gerig Simon, Gerig Simon. Sehr gut gezeigt, das ist in Gewichtklasse 61 Kilo, er ist Schweizer Meister in diesen Jahren für 61 Kilo und 17:2 gewohnt, technische Überlegenheit. 65 Kilo Greco, Schönbachler Michael gegen Gommersen, das ist ein bisschen überrascht zu mir, Schönbachler Michael klar 6:0 gewinnt, in Gommersen dieses Jahr ist sehr gute Form, das zeigt gegen die Ungarn. Griessen, für Wiesler Thomas und für andere Gegner auch und jetzt gar keine Aktionpunkte machen. 70 Kilo Freistil, Neuer Jan gegen Kämpfner, Kämpfrenato. Neuer Jan gewinnt 4:0, aber das ist leider ein Punkt fällt für 3:0 Mannschaftpunkt, so bleibt für 2:0. 74 Greco, Neuer ist schon wieder abgewacht, aber glaube ich immer noch verletzt gegen Dodos Matteo aufgeben, so ist 4:0 verloren. 74 Freistil, Janin Dominik gegen Web Fabian, zwei junge Ringer, Web Fabian besser rauskommt, 16:0 technische Überlegenheit gewinnt. 80 Kilo Greco, Flick Bruno gegen Christian Nicola. Christian Nicola gewinnt, aber nur 4:2, das ist zu mir. Klar, Flick Bruno ist relativ kräftig und Christian Nicola international ringt 10 Kilo leichter, 70 Kilo, aber ich vorher studiert Christian Nicola, ist möglich höher gewinnen. 86 Kilo Freistil, Burkhard Andreas gegen Eplukas, schon wieder 86 Kilo, ein sehr guter Kampf, 27 Aktionpunkt, so Gewichtklasse ist nicht alle Tag zu laufen. Aber Burkhard hat das technische Überlegenheit gewinnt. 15 Punkte Differenz. 4:1 Mannschaftspunkt. 97 Kilo Greco, Neuer Sven gegen Jauch Michi. Neuer Sven, glaube ich, diese Saison erste Mal verloren. Das aktuelle Schweizermeister für Greco und Freistil auch für Schwergewicht. Aber nach 9:4 führt Jauch Michi nach Schultert für Neuer Sven. 130 Kilo Freistil. In der Bits in Daniel gegen Kämpfer, Jas. Ich in der Bits in Daniel nicht kennen, aber größtenteils auch gleich wie Kämpfer, Jas. Größtenteils auch Schwinger. Und dort
Kempfel, ja, es mehrere Saison gemacht für ihn und vielleicht die Erfahrung rauskommt und er nach 11 zu 0 Shooter gewonnen. Das Gesamtresultat nach 15 zu 23 gewinnt für Schaudorf. Das meint der Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Bereits am nächsten Samstag wird spannend. Da kommt es zum zweiten Derby zwischen Willisau und Hergiswil. Am 17. September hat Hergiswil relativ knapp mit 17 zu 20 gewonnen. Außerdem trifft Kieseren auf Schattdorf und Einsiedler auf Freiamt. Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.